Und zwar, was sind deine drei besten Tipps, um eine Therapie erfolgreich zu meistern? Was für Voraussetzungen muss ich erfüllen, wenn ich jetzt in Therapie bin, um diese Therapie erfolgreich abzuschließen? Voraussetzungen. Naja, also was auf jeden Fall wichtig ist, ne, für die Transbegleittherapie, das ist festgelegt, ne, so vom Richtlinien Bundesverband der Krankenkassen, MDK, sind halt drei Bereiche, die therapierelevant sind für den, ne, für die ersten 6 Monate auf jeden Fall oder manchmal auch bis zu einem Jahr. Und das ist halt Outing in allen Lebensbereichen. Das ist nicht so, um die Transmenschen zu ärgern. Du musst es jetzt allen sagen, sonst passiert hier gar nichts, sondern damit ja, ihr als Transmenschen euch das nochmal klarer macht, irgendwie, wie möchte ich leben und so, ne? Und da euer Umfeld mit einbezieht und das nicht so heimlich, möglichst schnell den Weg gehen wollt, ohne dass euer Umfeld, mit dem ihr ja weiter auch leben wollt in eurem Leben, mit Freunden, Familie und so, so da außen vor gelassen wird. Deswegen, genau. Und dann dieses Wort Alltagstest. Ich mag es gar nicht aussprechen, weil es immer zu sehr viel irgendwie Reaktanz und ganz schwierig irgendwie häufig. Da geht es darum. Und an dem Punkt finde ich es auch sinnvoll, tatsächlich zu schauen, ne, wie möchte ich irgendwie rausgehen? Also in dem Fall jetzt wie bei dir als Transmann, wie soll das so sein? Wie kann ich mich da geben? Männertoilette benutzen und solche Geschichten, als Mann gelesen werden. Wie kann das denn aussehen, wenn ich da draußen unterwegs bin? Weil ich habe das schon häufiger, dass Transmenschen dann sagen, ja, aber bevor ich die Hormone nicht habe und man das gar nicht so eindeutig sieht und ich werde die ganze Zeit missgegendert, gehe ich überhaupt nicht als Mann raus. Da gehe ich die ganze Zeit so raus, wie ich auch bin. Und wenn die Hormone dann die Dinge verändern, dann kann es losgehen. Und deswegen möchte ich keinen Alltagstest machen. Und an der Stelle Das glaube ich aber, hätte ich das mir gewünscht wäre es zu damals. erkennen. Was Das sagst du? hätte ich mir damals gewünscht, weil bei mir war das Ja. halt so, ich habe den Kommentar gekriegt, also ich war bei einem Psychiater in dem Fall Ja. und ich hatte eine große Ausgangslage, Brustgröße, und dann hieß es beim zweiten Termin, naja, bei Ihnen ist ja ziemlich viel sichtbar, ne? Und ich dachte mir, ja, okay, ich kann es vielleicht auch schlecht abbinden, weil bei Körbchengröße D wird es halt ein bisschen schwieriger. Und es war nun mal Sommer und ich Ja. laufe einfach nicht mit dem Pulli im Sommer rum. Und Ja. ich hab das einfach nur weggesteckt. Mir war das egal. Ich habe nur gedacht, sag mal, was laberst du hier? Aber mir war das egal. Aber es gibt halt andere Menschen, denen geht es sowas nahe, wo die sagen, okay, ich kann niemals den Alltagstest Ja. bestehen, weil ich eben meine Brustoberweite nicht abbinden kann. Ja. Und das sollte man halt eben schon, ja, also ich finde es interessant und das hätte ich mir halt schon gern gewünscht bei mir, dass man sagt, hey, es ist in Ordnung und wir lassen das so weiterlaufen. Aber wenn wir schon bei Ja. dem Thema sind, wenn ich als Luca jetzt zu dir kommen würde, ganz am Anfang, ich bin jetzt die zweite Sitzung bei dir, okay? Und jetzt sage ich zu dir, ich lebe jetzt schon seit einem Jahr geoutet in meinem engeren Umfeld einfach. Ja. Und hätte ich jetzt die Möglichkeit, weil ich höre immer wieder und ich kriege auch immer wieder die Frage, warum kriegen andere Leute ein Indikationsschreiben schon nach 8 Monaten? Gibt denn die Möglichkeit, dass du merkst, okay, wenn ich jetzt 8 Monate bei dir bin, dass ich so ein Indikationsschreiben vielleicht schon nach 8 Monaten bekomme? Für Weil die die Richtlinien Reha-OP oder sind was ja meinst du? 18 Monate Ja. mit diesem Alltagstest und allem drum und dran. Das ist ja nur eine Ja. Richtlinie. Also ich sag mal so, die Richtlinie, die sind halt auch für uns PsychotherapeutInnen da. Und letztendlich kann ich rechtlich gar nicht anders, als mich an die Richtlinien halten.
Selbst wenn ich persönlich denke, das ist so klar bei diesem Mann irgendwie, das könnte ich mit sehr gutem Gewissen auch schon früher irgendwie befürworten als Psychotherapeutin. Solche Fälle habe ich ja durchaus. Aber da bin ich so sehr an Gerichten gebunden, dass ich mich da strafbar machen würde, wenn ich das nicht einhalte. Ich weiß, es gibt auch andere Fälle. Ich weiß, es gibt Psychiater vor allem, die geben sowas früher raus. Aber ehrlich gesagt, ich könnte es nicht mit mir vereinbaren. Ich würde dann eher dafür plädieren, also da bin natürlich ich als Psychotherapeutin, die Zeit halt nicht so, oh Gott, jetzt muss ich noch länger warten und schrecklich und da so ganz negative Gefühle reinzukommen, zu sagen, okay, dann habe ich jetzt also irgendwie noch ein halbes Jahr länger Psychotherapie. Was kann ich in der Zeit denn machen? Was gibt es denn da noch so Themen? Was kann ich denn irgendwie vielleicht bearbeiten, was für alle Menschen wichtig sein könnte? Kann ich hier meine Lebenswerte erarbeiten? Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Und wie kann es aussehen, wenn ich so nach meinen wichtigsten Werten lebe? Das sind meine Emotionen. Was habe ich eigentlich alles so für Emotionen? Ach so, alle Emotionen dürfen da sein und alle sind gesund. Auch diese komische schlechte Laune oder diese depressiven Tage. Und wie gehe ich dann damit um? Und diese Zeit letztendlich zu nutzen, um in der Tiefe sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich selber besser kennenzulernen. Und das irgendwie als Chance zu sehen, von der Krankenkasse bezahlt Psychotherapie zu machen, um ja, um selber irgendwie eine ganz spannende Entwicklung auch durchmachen zu können und um besser gewappnet zu sein für Phasen, die es bei den meisten Transmenschen auch gibt, wo es halt wirklich mal so eine depressive Phase ist und wo irgendwie jemand ganz viel missgegendert wird, nicht akzeptiert wird, sich ja von Freunden nicht akzeptiert wird, als Mann oder als Frau dann andersrum und ja, und dann vielleicht Freundschaften beendet, deswegen all dieses einfach, ne, sozusagen wie, ja, als gute Begleitung zu nutzen in der Psychotherapie und nicht so sehr als Wartezeit, die nicht sein darf. Wenn ich gleichzeitig sehe, ich und höre, Woche für Woche höre, wie sehr das natürlich drängt und ich, also ich höre die ganze Zeit, wie schlimm das einfach für euch ist und wie sehr ihr darunter leidet, dass für euch alles klar ist und geht einfach nicht voran und immer dieses Warten. So, ich weiß das, ich spüre das, ich höre das und dennoch sind wir halt beruflich einfach auch an diese Richtlinien gebunden. Also ich bin ganz ehrlich, hätte ich damals die Wahl gehabt und wäre ich mit diesem Wissensstand, wo ich jetzt bin, einfach auch für die Zuschauer da draußen, ich hätte definitiv und ich bin der Meinung, ich bin selbstbewusst und bin auch sehr gefasst, was manche Kommentare anbelangt und so. Aber ich bin trotzdem ganz ehrlich, ich hätte lieber eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten gewählt, wo ich wirklich nicht nur diese 5 Minuten drin gewesen wäre. Das hätte ich mir gewünscht und ich kann es nur jedem weiterempfehlen, weil es gibt einfach Psychiater wie bei mir, die haben auch diese 18 Monate eingehalten. Und ja, da hätte ich lieber in diesen 18 Monaten genau das gemacht, was Lena gesagt hat, dass ich an meine Werte gearbeitet hätte. Weil an Werte arbeiten kann jeder Mensch, egal wie selbstbewusst er ist oder wie nicht. Man wächst einfach innerlich, diese Persönlichkeitsentwicklung einfach. Genau. Voll schön, was du gerade gesagt hast, man wächst innerlich, weil das ist genau das, was ich halt so sehr spüre, was mich auch total berührt. Wenn ich das so nach 1,5, 2 Jahren Transbegleitung bei meinen PatientInnen spüre, wie sehr die gewachsen sind in der Zeit, in der sie intensiv an ihrem Selbstvertrauen, an ihren Werten, an ihrem Umfeld, welche Menschen sind mir wichtig, welche sollen in meinem Leben bleiben. Wenn sie daran die ganze Zeit weiter gearbeitet haben und da dran waren und alle Emotionen zugelassen haben, die kommen, wenn sie irgendwie alle Wut, alle Trauer, alle Tränen irgendwie da sein dürfen, so wie sehr sie daran wachsen. Also das ist wirklich, da geht mir total das Herz auf, wenn das einfach möglich ist, so das Menschen zu ermöglichen, das so also zu erleben. Das ist jetzt nach den 18 Monaten, jetzt habe ich das Indikationsschreiben von dir bekommen. Du kannst mich aber weiterhin betreuen. Ich kann... Die Therapie muss jetzt nicht beendet sein, oder? Nee. Okay. Einfach auch für die Leute draußen, die... Es gibt einfach Menschen, die sagen, ich möchte danach noch weitermachen. Ich möchte trotzdem noch begleitet werden. Also man muss nicht, aber man kann. Genau. Genau.
Und das muss ja nicht mehr in derselben Frequenz sein. Es muss ja nicht mehr wöchentlich oder eh, ne? Wenn das so nach der Mastek spätestens irgendwie so, muss das auch nicht mehr alle 2 Wochen, 3 Wochen, das, ne? Kann einmal im Monat oder in größeren Abständen, wenn man merkt, boah, gerade kommt da noch ein Problem. Und ich glaube, das hat auch meine Transition zu tun. Oder auch wenn nicht. Ich kann zu dem Therapeuten, Therapeutin nochmal wieder hingehen und das besprechen, weil es einfacher ist, weil die Person mich schon kennt aus unserer Therapiezeit. Das ist immer möglich. Und zumindest ich mache das so, dass ich das auch immer für meine Patienten, die ich betreut habe, auch möglich mache, dass sie sich jederzeit einfach wieder melden können, wenn was ist. Und Lena, kurz eine etwas unschönere Frage, weil ich glaube, das sollten die Leute draußen auch erfahren. Also ich kann jetzt entscheiden, okay, Lena, du bist nicht für mich, ich mache mich weiter auf die Suche nach jemand anderem. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, Luca, wir passen nicht zusammen. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Also es muss nicht unbedingt sein, dass es zusammenpasst. Und es kann auch von der anderen Seite kommen, dass die sagen, hey, tut mir leid, aber wir beide sind nicht auf einer Wellenlänge. Und darauf müsst ihr einfach auch gefasst sein. Ich sag mal so. In den meisten Fällen wird es auch passen, aber sowas kann halt passieren. Das ist wie ein Sechser im Lotto, nur andersrum. Es ist wirklich so. Also nur, dass es euch einfach auch bewusst ist. Genau. Okay. Genau. Lena, ich habe die letzte Frage und einer der interessantesten Fragen, wo ich auch mega gespannt bin. Und zwar: Was sind deine drei besten Tipps, um eine Therapie erfolgreich zu meistern? Ah. Tatsächlich muss ich da, glaube ich, ein paar Sachen wiederholen, die ich auch gesagt habe, die mir einfach zwischendurch so da Kein reingerutscht Problem. sind. Alles gut. Ja, okay. Und zwar glaube ich, das Erste ist tatsächlich so eine therapeutische Beziehung zu haben, so ein Stück weit auf Augenhöhe. Also, dass ihr in eine Therapie kommt und ich denke so, hallo, du Experte, jetzt du gibst mir jetzt alles, ich sag alles, was du willst, damit ich dann meine Hormone bekomme und diese Indikation, sondern wirklich ihr selber zu sein. Und ne, da, ja. Und einfach so, wenn euer Therapeut, eure Therapeutin mal was nicht weiß, nicht zu sagen, ja, oh Gott, der hat ja keine Ahnung, besser gehe ich wieder, sondern halt irgendwie da, ja, so gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das merke ich, dass das ganz entscheidend ist in den Therapien. Ob ein Patient oder eine Patientin, ne, ja. Ganz kurz, also das bedeutet, wenn ich jetzt sage, Lena, ich fühle mich jetzt nicht gerade, dass ich in eine Männertoilette gehen würde. Oder ich kann mir gerade aktuell nicht vorstellen, dass meine Brust weg ist. Aber ich fühle mich trotzdem, dass ich ein Mann bin. Ich fühle das, aber ich kann das jetzt momentan mir nicht vorstellen. Das darf ich zu dir sagen, ohne dass du jetzt zu mir sagst, okay, dann kann es schon sein, dass du vielleicht doch kein Transmann bist, oder? Ja, bitte, bitte, genau das. Bitte, bitte einfach sagen, was ihr fühlt und denkt. Ich weiß, dass viele recherchieren, was muss man so sagen, welche Rolle muss man spielen, damit es möglichst reibungsfrei und schnell geht. Aber das kann ich euch nicht empfehlen, irgendwie Dinge einfach nicht zu sagen oder da zu lügen und da wirklich ehrlich zu sein. Also zumindest meine Meinung ist das, dass ihr damit am weitesten kommt für euch. So. Ganz wichtiger Tipp, Leute, ganz wichtiger Tipp. So, jetzt kommt Tipp Nummer 2, Lena. Ja, das habe ich tatsächlich gerade auch schon gesagt, und zwar, dass ihr die Zeit für euch nutzt. Also ich finde, so eine Psychotherapie in Deutschland ist es noch nicht so richtig angekommen, dass es ganz normal ist und dass jeder Mensch einfach eine Psychotherapie machen kann in Phasen, wo es einem nicht so gut geht, irgendwie zu sagen, boah, ich glaube, gerade ist was im Argen oder nach einer Trennung oder fragt mich nicht, dass eine Psychotherapie ganz normal ist und dass ihr einfach das für euch ja nutzt. Also viele oder so einige meiner Patienten sagen das auch im ganzen Umfeld nicht und haben so das Gefühl, oh Gott, ich bin in Psychotherapie. Ich glaube, ich habe da so, da denken ja die anderen irgendwie, ich bin jetzt irgendwie Gaga geworden. Nee, nee. Total okay und total menschlich und total gesund, eine Psychotherapie zu machen. Ne? Und dass sie das, wie wir vorhin schon angedeutet haben, was Luca ja nochmal wiederholt hat, diese Zeit einfach nutzt. Ne? Also am Selbstvertrauen, an seinen Werten zu arbeiten.
Ne? Also ich frage meine Patienten dann oft so, und die nächsten Stunden so, na, du bist im Grunde mit deinem Transweg schon total weit. Also wir brauchen nicht immer über Outing und Alltagstest sprechen. Du bist schon als Mann gekommen. Jetzt, wenn ich für Transmänner spreche, was machen wir dann? Und dann einfach zusammen zu überlegen, was wären noch schöne Themen. Also das, ja, kann ich euch ans Herz legen, weil das macht die Psychotherapie halt echt auch. Es macht Spaß und das kann echt geil sein. Man darf lachen in der Psychotherapie, man darf weinen, man, also das alles da sein darf. Finde ich super, total wichtig, aber. Ganz interessanter Punkt einfach auch. Also ich finde den Tipp mega wertvoll, weil um das jetzt einfach so ein bisschen zu verdeutlichen, in dem Moment, wo du das gesagt hast, man ist nicht gaga, nur weil man zu einer Psychotherapie geht. Ich glaube und ich vermute sehr stark, dass ich damit richtig liege, dass auch das, was weiß ich, eine Britney Spears oder so, oder wer auch immer, ein Brad Pitt, keine Ahnung, nur dass man halt eben jetzt ein Bild vor Augen hat. Ich glaube, dass selbst diese Leute in Therapie sind. Und nicht, weil die jetzt dumm sind oder was auch immer. Ich glaube einfach, dass die Leute selber auch, man muss doch erstmal klarkommen, vor 1000 Menschen zu sprechen. Also, das ist nicht gleich gang und gäbe. Und vielleicht nennt man in dem Fall das nicht Therapie, sondern Coaching. Ich glaube, das ist ein Ja, modernes Wort dafür. ja. Und jeder Mensch, der weiterkommen will, glaube ich zumindest, braucht einen Mentor oder einen Coach. Und das ist sehr wichtig, genau. Genau. Da bin ich voll bei dir. Tatsächlich heißt es vor allen Dingen, ich werde es gleich Klischees auspacken, aber bei Männern heißt es immer lieber Coaching. Die möchten lieber ein Coaching machen, weil damit geht es denen besser, als eine Therapie zu machen. Also kann auch jeder so nennen, wie er möchte, ne? Aber, ja. Ja. Okay. Jetzt kommt dann dritter und letzter. Ja, Bester Tipp. das ist natürlich sehr persönlich sozusagen, diese Geschichte. Und zwar ist das irgendwie, lasst euch auf eure Emotionen ein. Also ich weiß, es ist gerade schon ein paar Mal durchgekommen, aber da merke ich einfach, ey, das ist mir so wichtig. Weil gerade da, wo es dann kritisch wird, dass das ausgesprochen werden darf und dass, wenn ich das spüre, frage ich da auch manchmal nach, aber das halt irgendwie so eine Angst vor diesem, gerade ne, bei Transition, vor diesem ganzen Weg, vor den OPs, vor all den Steinen, die euch in den Weg gelegt werden mit der Personenstands- und Namensänderung, schon wieder zwei Gutachter irgendwie, denen man das Ganze nochmal erzählt, alles, was an Emotionen dahinter liegt. Was ganz oft, also ganz oft halt irgendwie eine ganz starke Angst ist, auf diesen doch nicht gesehen zu werden, dass jemand sagt, hä, ich glaube, das stimmt nicht, ich glaube, das ist der falsche Weg für dich und da halt irgendwie, ja, nicht weiterzukommen und auch Traurigkeit darüber, ne, dass es manchmal echt schwierig läuft, auch mit den Menschen, die ihr liebt, auch mit den Eltern. Auch für die ist das so ein Prozess, irgendwie dann damit klarzukommen, ach so, ja, jetzt habe ich keine Tochter mehr, sondern einen Sohn, aber ich möchte ja eigentlich, dass mir das nichts ausmacht. Tut es aber oft was bei vielen Eltern erstmal nicht. Also manche haben schon immer geahnt und sagen, ja, jetzt sprichst du es endlich aus. Aber andere haben dann tatsächlich so ein Trauerprozess irgendwie um ihre Tochter, in dem Fall jetzt bei Transmännern, und diese Traurigkeit, die dann bei euch auch irgendwie natürlich aufkommt, dass die nicht irgendwie direkt sagen, ja, das ist für mich klar, ich liebe dich, weil du mein Kind bist, egal ob Tochter oder Sohn, ich liebe dich als mein Kind, bis Eltern das über die Lippen kommt, wenn überhaupt sie in ihrer Emotion so über Familie sprechen, nein, andersrum, in ihrer Familie so über ihre Emotionen sprechen, ja, kann ein Weg sein. Und genau diese ganze Traurigkeit und Verzweiflung darüber, dass das nicht so angenommen wird, wie ihr euch das gewünscht habt und wie es auch schöner wäre, irgendwie das alles zuzulassen. Das zuzulassen, weil das hilft euch, das Aussprechen und das Fühlen und das Weinen hilft euch total, irgendwie diesen Schritt irgendwie gesund weiter zu verarbeiten und da weiterzugehen. Und ich weiß, wie schwierig das für viele von euch ist. Ich sehe die Tränen in den Augen, die dann irgendwie so schnell weggewischt werden. Und ich sag euch so, also wenn ihr euch selber einen riesen Gefallen tun wollt und euch gut tun wollt, dann lasst es zu. Also nirgendwo ist es besser aufgehoben, bei euren guten Freunden natürlich auch und Eltern, wenn es passt, aber auch bei euren TherapeutInnen. Da darf das alles raus.
Und das ist mir einfach so als Mensch, so als Lena irgendwie, ist mir das so wichtig, dass, ne, dass ihr eure Emotionen dazulassen, dass ihr euch selber erlaubt, eure Emotionen zuzulassen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Lena, ich glaube, mit diesem Video hast du mindestens eine Person erreicht und genau das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Aber ich glaube, du hast noch mehr Leute erreicht, definitiv. Und dafür bedanke ich mich wirklich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und jetzt sitzt da draußen jemand, der sich das Video angeguckt hat und denkt sich, ha. Über den Lebenslauf habt ihr jetzt absolut nicht geredet, über den Trans-Lebenslauf. Und ich möchte gern, dass da vielleicht jemand mal drüber guckt. Oder ich habe noch eine Frage. Wie kann ich dich da kontaktieren? Darf ich dich kontaktieren? Und ja, genau. Ja, dürft ihr sehr gerne machen. Am liebsten per E-Mail. Da kann ich einfach schauen, ne, wenn ich da Zeit habe, mir das anzuschauen und euch da zu helfen in dem Punkt. Genau, das ist psychotherapie@dirksmeier.org. Der Luca kann es vielleicht noch unter dem Video posten, Genau, das mache weil schwierig, das richtig zu schreiben, das kenne ich schon. Genau, und da könnt ihr jederzeit gerne hinschreiben und ich versuche euch da so gut ich kann, irgendwie da zu helfen. Genau, also ihr dürft auch Lena gerne folgen. Hier ist der Link auch bei Lena drüben verlinkt und zwar Transentfaltung. Aber bitte schickt dort keine Lebensläufe oder sonstiges hin. Es ist immer noch eine Instagram-Plattform. Und dieses Profil bei Lena dient ja eigentlich nur, um Wissen weiterzugeben. Und die E-Mail ist dann wirklich dieses Geschäftliche. Aber bitte bedenkt auch, nehmt auch ein bisschen Zeit mit und lasst Lena auch die Zeit, weil E-Mail beantworten ist nicht ihr Hauptberuf. Also, ja, genau, habt da bitte Verständnis. Aber ich finde es mega cool, dass du dich dafür anbietest. Sehr cool. Dankeschön dafür. Gerne. Okay, Lena. Ja, ich würde sagen, wir sind hier am Ende angekommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin dir sehr dankbar und gerne wieder. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei dir sein durfte und das alles irgendwie verbreiten für alle, die, ne, die da einfach mehr wissen wollen und mehr Erfahrung haben wollen, was das eigentlich alles heißt. Vielen Dank, Okay. Luca. Alles klar, dann bis dann. Ciao.